Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2015 zum zweiten Teil des Rennens. Ich bin Erster, Vettel Zweiter. Vettel ist gerade aus der Box gekommen und da sind wir gerade so an ihm vorbei. Im rechten Rückspiegel sieht man ihn ganz klein. Glück gehabt. Bottas war Dritter. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Hamilton war vorhin noch hinter uns. Müssen wir jetzt mal passieren. Aufpassen, was passiert. Und wir fahren jetzt mit harten Reifen, die ich in der Qualifikation herausgefunden habe, nicht so gut mit umgehen kann. Also wir sehen zum Beispiel, dass Hamilton jetzt doch wieder Dritter ist und Vettel Zweiter. Und Reifen sind alle vollkommen okay. Oh, also wir fahren jetzt 19 Runden auf diesen Reifen durch. Meine Aufgabe ist gerade, Sprit zu verbrennen. Weil der Sprit muss raus. ...4,8 Sekunden Vorsprung auf Vettel. Jetzt haben wir den ersten Marussia vor uns zum Überrunden. Beide gleich. Alter. Nein, du musst keinen Platz machen, lieber Marussia. Nein. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Gut, noch 50% Benzin. Wir haben 50% des Startbenzins übrig. Hoffe, dass wir DRS kriegen. Nein, warum nicht? Ja, der macht Platz, Stevens. Ja, was denn jetzt? Lass mich doch vorbei! Und Gas. Uiuiuiui, Leute. Alter. Stimmt irgendwas mit meinen Bremsen nicht? Mal gucken hier. Hey, alles eigentlich super. Die sind auch nicht rot. Das Problem, also das Gefühl, als wenn meine Bremsen nicht mehr richtig funktionieren. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Sehr schön. Vettel war letzte Runde eine Sekunde langsamer als du. Sehr schön. Müssen wir auch mal so langsam den Sprit aus dem Auto rauskriegen, dass wir hier mal mehr Leistung haben. Ja, und im nächsten Rennen stelle ich auf jeden Fall auf legendär dann. Hier in Monaco hatte ich mir einfach überlegt, ah, lass es mal lieber. War vielleicht auch gut so. Ja, weil die Qualifikation war ja schon ziemlich eng.
Da wäre ich beinahe mit den Hinterrädern an die Wand gekommen. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 20. Wieder eine schnellste Runde gefahren. Zumindest sah es gerade so aus. Nein, alles super. Auch vom Gefühl her nur noch plus 3 Runden. Also wir kriegen jetzt wirklich so langsam den Sprit aus dem Auto raus. Was ja auch wichtig ist, ne? Durch mehr Leistung haben wir in dem Sinne. Jeder Kilo ist in der Formel 1 wichtig. Sehr schön, sehr schön. Oh, die Runde war aber langsam. Vorsprung. Okay, wir haben jetzt über die Hälfte unseres Startbenzins verbraucht. Wir sind bei 40% Benzin. Ja, aber ich habe immer noch für 3 Runden Benzin über. Der muss raus. Also plus 1 lasse ich mir ja eingehen, ja. Aber hier mehr ist Bullshit. Alles rausschießen. Hamilton holt auf jeden Fall gewaltig auf Vettel auf. Würde mir vom Prinzip besser gefallen, wenn Vettel Dritter wäre. Erstens kriegen wir für Mercedes mehr Punkte. Zweitens ist Vettel ziemlich dicht an uns dran mit Punkten. Jetzt aber. Ah! Da haben wir jetzt richtig Scheiße gebaut. Mal wieder meinen Stuhl. Diese Scheiße hier. Ja, so langsam bauen die Vorderreifen ab. Natürlich jetzt ziemlich früh, ne? Oh, Scheiße! Versuch die Bremsbalance nach hinten zu regeln. Scheißendreck! Der ganze Vorsprung ist weg. Na klasse, Ingo. Thank you.
Okay. Muss mich jetzt erstmal wieder reinkommen, hier nach dem Unfall gerade. Muss ich jetzt echt erstmal wieder irgendwie hier hinbekommen, den Abstand wieder rauszufahren. Das sind jetzt noch... Ja, wir fahren jetzt rüber 11 Runden mit den Reifen. Und wir haben jetzt in 9 Runden leicht angefangen abzubauen, die Reifen. Also ja, können schwer werden. Zwei Runden haben wir jetzt noch Sprit drin, plus. Also langsam werde ich den Sprit auch los. Ah, jetzt hat der Hamilton gut aufgeholt auf Vettel. Scheiße! Fuck! Na. Na, Auto wäre eigentlich voll im Arsch, aber wie gesagt, ich weiß nicht, warum wir keine Schadensdings haben. Wir haben eigentlich nur das ausgestellt, dass wir keinen automatischen Schaden haben, wie Motorschaden etc. Ja. Jetzt bedeutet es wirklich Konzentration. Alter, was soll denn jetzt der Fotzenscheiß hier? Ich tritt mich auf über mich selbst. Gib nicht auf, Leute. Den Vettel, den hole ich mir noch. So ein Scheiß. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Schneller als der Wagen vor dir in Sektor 1. Nein, du musst da nicht rumlenken. Was? Mein Gott! Ich raste dich aber ab hier, was ich für eine Scheiße mache. Halt die Fresse, was Vettel war. Ich brauch den Spacken jetzt ein. Ich muss den Spacken jetzt einholen hier.
nochmal Gas. Ja, der geht mir auch gerade auf, bis jetzt immer nur noch Dritter. Ja, wie gesagt, ich hab's verkackt. Eigene Schuld. Geht mir gerade so ein bisschen auf Nerven, dass ich das wieder selbst verkackt habe. Echt nervig gerade. Müssen den Sprit zurückstellen. Ja, wenn man wirklich genau auf der Ideallinie ist, dann schafft man auch diese Haarnadelkurve. Ja, ja. Also ich werde es nicht schaffen, an Hamilton oder Vettel noch ranzukommen, auf gar keinen Fall. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Wenn ja, gebe ich natürlich alles, aber ich glaube es nicht. Ich glaube eher, dass ich mich darauf konzentrieren sollte, das Auto nicht noch wegzuschmeißen. Tausendmal jetzt allein gefahren, tausendmal hat es klappt. Jetzt seit zwei oder dreimal haue ich gegen die Bande. Mann, oh Mann, oh Mann. Lenk. Diese scheiß Reifen. Hier denkst du, du musst langsamer fahren? Nö. Hier habe ich noch kein Leistungseinbüßen von den Reifen her. Und in den Kurven, wo ich denke, ja, da ist ja nicht so schlimm. Da fährst du ja eh langsam. Ist dann alles scheiße. So wie hier. Hier ist extremer Unterschied. Naja. Das ist, ist halt der Reifen. Ja, und man kann das ja in echt auch nicht genau wissen, wo der Reifen nicht mehr genau Grip hat. Oh. Zeitstrafe! Macht's mit dir selbst. Da müssten wir an Hamilton vorbeigehen und 3 Sekunden Vorsprung rausfahren. Ja, oh. Das können wir nicht mehr schaffen. Aber Hamilton könnte noch Erster werden. Lewis ist jede Runde ein paar Zehntel schneller als du. Das geht mir doch am Arsch vorbei. Was quasselst du mir ein Kotelett ans Bein, Alter? Halt doch einfach mal die Schnauze. Aber da haben wir uns ja schon letztes Rennen drüber unterhalten, dass ich den Iceman, also Kimi Räikkönen, verstehen kann. Haltet doch einfach mal die Schnauze. Ja, es ist einfach so. Und das muss endlich aufhören, in der echten Formel 1 auch. Ihr habt nur eins zu sagen, jetzt ist Boxenstopp und jetzt ist kein Boxenstopp. Mehr habt ihr nicht zu sagen. Fahrer müssen auf sich selbst sich verlassen können. Oh, schon wieder. Jetzt muss ich echt ein bisschen vorsichtig sein. Hamilton und Vettel, die geben sich da vorne extrem. Das kostet natürlich auch Zeit. Wenn ich Glück habe, komme ich doch noch ran. Weil wir sehen die richtig extrem. Es sind nämlich immer noch 5 Sekunden Abstand nur.
Nein. Ich will, dass dieses Auto hier um die Kurve fährt. Mir juckt die Nase. Ah, mir juckt die Nase. Endlich mal wieder. So, und jetzt sind wir hier auch mal wieder richtig mit Speed durchgefahren. So, das war jetzt mal wieder einigermaßen gut. Guck mal, ob wir aufgeholt haben. Ja, eine halbe Sekunde. Das reicht nicht. Dann wird Hamilton jetzt rankommen mit Punkten. Vettel geht wahrscheinlich wieder an uns vorbei. Sag nicht sowas. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich verliere ja auch nochmal 3 Sekunden. Meine Zeit kommt ja nochmal 3 Sekunden oben drauf. Eine Strafe haben wir ja gekriegt. Für die Strecke sowas von schwer. Holen wir auf. Oh, 4,7. Alter, komm! Darauf lenke ich nicht mehr. Alter. Mein Telefon bimmelt gerade wie verrückt. Die Leute gehen mir alle auf den Sack. Ey, ich fange bald an und schmeiß das Ding gegen die Wand. Und dann kann ich das Telefon mal am Arsch lecken. Noch 2. Komm, ich will wenigstens aufs Treppchen, Leute. Dann habe ich endlich mal Monaco beendet. Ja, wenn das hier der Schadens gehen würde, dann... wäre das Auto auf jeden Fall Schrott gewesen, hätten wir es nicht beendet. Auf gar keinen Fall. Haben wir gerade Glück gehabt, dass wir nicht noch in eine Bande geschlagen sind. 1,24. Alter Schwede. Knapp 5 oder 6 Sekunden langsam, wie wir sonst fahren. Vorletzte Runde, Leute. Hamilton. Nein, doch nicht. Was ich komisch finde, dass er jetzt... Naja, egal. Ist da oben nur 3 Leute angezeigt werden. Warum nicht 4? Dann hat man immer 2 vor sich und einen hinter sich. Ja.
6 Sekunden haben wir, ja. Ich glaube, wenn wir den Fehler nicht gemacht hätten, hätten wir noch gut aufgeholt auf die. Jetzt ist es egal. Jetzt ist es die letzte Runde. Wir sind Platz 3. Fazit, ich habe es selbst weggeschmissen. Ja, deswegen solltet ihr das Fluchen ja nicht immer so ernst nehmen. Ja, sondern jeder Fluch beim Computerspielen. Wenn das keiner machen würde, dann hat man ja keinen Ehrgeiz beim Spielen. Das ist eindeutig meine Meinung, ja. Ja, dass ich dann mal sage, so eine Scheiße oder so, ist doch klar. Ist doch logisch. Ja, ist ja auch ein gewisser Ehrgeiz, den ich verfolge. Ja, wenn wir auf jeden Fall nicht die Scheiße gemacht hätten, dann wären wir Erster gewonnen. Das hätte ich gut geschafft. Oh ja, Kevin, du Blödmann, ey. Oh, was mache ich denn? Aber ich bin einfach froh, dass ich die Scheiße beendet habe. Alter, meine Nase juckt. Beende jetzt das Rennen, bitte. Oh, oh, es juckt wie Hölle, Leute. Jawohl, da sind wir wenigstens mal Dritter geworden. Ich bin zufrieden. Für die Scheiße, die ich selbst gebaut habe, eigentlich super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt geht Champus. Ja. Champus, Champus, Champus. Champus, Champus. Ja, das macht die Birne hohl. Champus. Was für ein fantastisches Resultat für Sebastian Vettel. Er hat heute eine brillante Leistung erbracht. Sie haben wirklich hart gearbeitet und heute wurden Sie dafür belohnt. Tolle Leistungen vom Team und vom Fahrer. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir haben trotzdem 6 Sekunden oben drauf gekriegt, sind dadurch trotzdem noch Dritter geworden. Ein Glück, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Vettel Erster, Lewis Hamilton Zweiter, wir sind Dritter geworden. Valtteri Bottas Vierter, Romain Grosjean Fünfter, Felipe Massa Sechster, Siebter Kimi Räikkönen, Achter Daniel Ricciardo, Neunter Jenson Button, Zehnter Pastor Maldonado, Max Verstappen ist Elfter geworden und Nico Hülkenberg Zwölfter. Nico. Nico. So, weiter geht's. Wir sind immer noch Platz 1 mit 7 Punkten vor Sebastian Vettel und 42 Punkten vor Lewis Hamilton. Ja, also mit Vettel und meiner Wichtigkeit wird es echt eng. Und in der Konstrukteurs sind wir auf Platz 1 und 10 Punkte vor Scuderia Ferrari, dann Williams, Infinity, Red Bull Racing, Lotus F1 Team, Sauber F1 Team, McLaren, Honda, Scuderia, Toro, Rosso und Shara Force India F1 Team und Marussia F1 Team. Ja, damit sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Formel 1 2015. Mein Name ist Kabul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nimmt mein Meckern nicht so ernst. Es ist halt einfach der Ehrgeiz und ich rege mich darüber auf. Und hier sieht man mein geiles Überholmanöver. Hat uns aber leider nichts eingebracht zum Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Schwer, ja. Und dass endlich die Einstellungen da sind, dass wir gute Qualifikation fahren können mit Q1, Q2, Q3. Damit sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, macht ein Däumchen nach oben und kommt mal bei Facebook und Twitter vorbei. Da bin ich nur mit so ein paar Mannequins. Würde mich über jeden freuen, der da mal vorbeischaut. Bis morgen, euer Glabur. Jeden Tag wieder Formel 1. Bis denn, ey. Ciao, Leute.